Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Hörerinnen und Hörer, meine Mittel erlaubten mir nicht, ein Zimmer zu mieten. Ich musste mich mit Zimmerecken begnügen. Ich hatte nicht einmal ein Bett für mich allein. Ich musste es mit einem Arbeiter teilen. Er war wirklich ein Engel, dieser Arbeiter mit dem tiefschwarzen Schnurrbart. Aus lauter Freundlichkeit zu mir drückte er sich ganz gegen die Wand, damit ich mehr Platz hätte. Ich lag, ihm den Rücken zukehrend, mit dem Gesicht zum Fenster. Plötzlich öffnet sich die Zimmerdecke und ein geflügeltes Wesen schwebt hernieder mit Glanz und Gepränge und erfüllt das Zimmer. Es rauschen die schleifenden Flügel. Ein Engel, denke ich. Ich kann die Augen nicht öffnen, es ist zu hell. Nachdem er alles durchschweift hat, steigt er empor und entschwindet durch den Spalt in der Decke, nimmt alles Licht und Himmelsblau mit sich fort. Dunkel ist es wieder. Ich erwache. Von dieser Begegnung mit einem Engel, die er Anfang des vergangenen Jahrhunderts in St. Petersburg erlebte, erzählt der Maler Marc Chagall in seinen Lebenserinnerungen. Für einen Moment wird alles dunkelhell. Es erscheint, als gehe ein Stück vom Himmel in dem kleinen Zimmer auf, das ihm der geflügelte Bote von dort, von ganz oben, eröffnet. Auch die Bibel erzählt von unzähligen Begegnungen mit Engeln. Ein Engel weist der verzweifelten Hagar den Weg zu einem Brunnen, als sie kein Wasser mehr für ihren Sohn Ismael hat. Ein Engel hält Abrahams Hand zurück, als er das Messer schon erhoben hat. Ein Engel weckt den todesmüden Elia unter dem Wacholder auf, fordert ihn auf, zu essen, zu trinken und dann seinen Weg wieder unter die Füße zu nehmen. Einer begleitet den jungen Tobias auf seiner gefahrvollen Reise in die Ferne. Ein Engel verkündet den Hirten die Geburt des Gotteskindes, des Christus. Einer weist Josef an, sich um Maria und das neugeborene Kind zu kümmern und mit ihnen zu fliehen. Ein Engel schickt die drei Waisen auf einem anderen Weg von der Krippe weg, damit auf keinen Fall Herodes erfahre, wo der Christus geboren sei. Ein Engel tröstet Jesus im Garten Gethsemane. Und einer verkündet den Frauen am Grab, dass Jesus auferstanden sei. Die Engel, und das sind nur einige wenige, von denen wir in der Bibel hören, haben unterschiedliche Aufgaben. Sie retten, helfen, schützen, begleiten, weisen den Weg, stellen sich auch hart in den Weg, wenn er nicht gut ist und Segen bringt, überbringen Botschaften, geben weiter, was ihnen von Gott aufgetragen ist. Denn das ist das Wesen ihres Dienstes, dass sie Boten von Gott her sind. Malach, Angelos, beide Worte für Engel in den Ursprachen der Bibel heißen denn auch nichts anderes als Bote. Es ist ihr Dienst, dass sie als solche Himmel und Erde, Gott und Mensch verbinden. So wie es der Urvater Jakob träumt. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden und die Engel stiegen darauf auf und nieder. Es ist ihr Dienst, dass sie uns Menschen von Gott her berühren und uns, wie Martin Luther es sagt, zeigen, dass wir auf Erden nicht verlassen sind. Engel sind im Dazwischen zu Hause, zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch. Und dass sie, um diesen Abstand zu überwinden, Flügel brauchen, das ist Menschen schon immer wie selbstverständlich erschienen. Es rauschen die schweifenden Flügel, hat Marc Chagall geschrieben. Und nicht nur die Engel, die er ohne Zahl gemalt hat, haben Flügel. Aber nicht bei allen Engeln ist das so. Nicht alle Engel haben Flügel. Oder wir sehen sie nicht, das mag auch sein. Vor der Begegnung mit dem himmlischen Lichtwesen erzählt Chagall von dem Mann, der ihm den größeren Platz im Bett überlässt. Er war wirklich ein Engel, dieser Arbeiter mit dem tiefschwarzen Schnurrbart. Mag sein, dass wir nicht nur die Flügel nicht sehen, sondern überhaupt nicht, dass uns ein Engel begegnet.
oder dass wir es erst im Rückblick erkennen. Da war jemand, der mich im entscheidenden Moment gewarnt oder zurückgehalten hat. Da hat mir jemand etwas gesagt, was mir einen Weg gewiesen hat. Da bin ich jemandem begegnet, der meinem Leben eine andere Richtung gegeben hat. Gastfreundlich zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. So werden die ersten Christinnen und Christen im Hebräerbrief aufgefordert. Einen Engel nicht zu erkennen, wenn er uns begegnet, das ist wohl schon vielen Menschen geschehen. Die Dichterin Nelly Sachs schreibt: Ihr Ungeübten, die in den Nächten nichts lernen, viele Engel sind euch gegeben, aber ihr seht sie nicht. Wie wäre es, einfach mit der Möglichkeit zu rechnen, dass mir ein Engel begegnet? Dass mir jemand in einem Moment zum Engel wird, auch das. Oder dass ich jemandem den Dienst eines Engels erweise. Engel können wir nicht haben, nicht fassen, nicht festhalten, wie auch den nicht, von dem sie Botschaft bringen. Wir können uns nur von ihnen berühren lassen, wie auch immer diese Berührung geschieht, ob in unseren Träumen oder im Wachen, ob in der Stille des Gebets oder mitten im Alltag, mit sanften Flügelspitzen oder auch mit harter Hand und klaren Worten. Aber es kann auch sein, auch das ist zu sagen, dass wir die Berührung nicht spüren, kein Engel im rechten Moment für uns da ist. Eine Frau, die als 14-Jährige auf der Flucht Leid und Gewalt erfahren hat, sagte zu mir: Einen Moment hat mein Engel nicht aufgepasst. Die Frage nach den Engeln und ihrem Dienst rührt an die Frage nach Gott und dem Bösen in der Welt. Ein Hoffnungsbild, dass Gott dem Bösen seine Macht entgegensetzt, ist der Erzengel Michael, der geschickt wird, den Drachen zu besiegen. Aber dieser ist, so sagt Jesus, vom Himmel gefallen wie ein Blitz. Und das heißt, mitten vor unsere Füße, wo er noch immer liegt, in vielerlei Gestalten und Formen, ganz konkret in unserem Leben. Im Hass, in der Feindschaft, die Gemeinschaft spaltet und Menschen abwertet, in der Gewalt, in der Zerstörung von Leben und Lebensraum, in der Habgier, im Egoismus. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Mit dieser Bitte hat Martin Luther in seinem Morgen- und seinem Abendsegen Tag und Nacht umfangen. Und in der Kantate von Johann Sebastian Bach zum Michaelisfest heißt es: Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Diesen Erfahrungen, das Gebet entgegenzusetzen, dass Gott uns durch einen Engel berührt, diesen Erfahrungen in unserer Welt, dieses Gebet entgegenzusetzen, das bleibt uns. Dass er uns wie Abraham zurückhält von Worten und Taten, die Leben zerstören. Dass der Engel uns hören lässt, wie Josef einst, auf wen wir Acht haben, für wen wir sorgen sollen. Dass er uns sagt, wie den drei Weisen, auf welchen Wegen wir gehen sollen, um die Herodisse unserer Zeit nicht zu unterstützen, ihn nicht in die Hände zu spielen. Dass er uns den Weg weist, wie einst Hagar, zu Quellen des Lebens für uns und die, die uns anvertraut sind. Dass er uns hilft, wie Tobias, zu helfen und heilsam zu sein für andere. Dass er uns die Worte des Lebens verkündigt, die wir dann weitersagen, so wie die Frauen am Grab es tun. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Der Christus, der uns sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und mag sein, dass wir dann ab und an sogar selbst als Boten und Botinnen geschickt werden. Ohne Flügel, aber mit Worten und Taten, die zum Leben helfen. Und der Botschaft aller Engel, dass wir auf Erden nicht allein sind. Amen.
Thank you.